Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Wir sind hier in dem Herausforderungsgrab, was wir beim letzten Mal schon betreten hatten. Zumindest sind wir erstmal hier an diesem Lagerfeuer angekommen. Wir werden aber wahrscheinlich hier noch ein bisschen zu tun haben. Ich denke mal, das ist das Gebiet hier oben. Hier ungefähr so. Und ja. Man hat schon in der letzten Folge die Pistaco gehört. Es könnte also recht ungemütlich werden, aber was ich natürlich immer noch hoffe, keine Piranhas. So, hier haben wir noch ein bisschen Jade oder Gold, was auch immer. Werden wir gleich sehen, aber es sieht aus wie Gold. Ja, es ist Gold, alles klar. Gut. Nee, weil nämlich die Animation für Jade ist ja mit solchen glitzernden Sternchen noch versehen. Oder als Zeichen dafür, sag ich mal. Ein intakter Maya-Aquädukt. Vielleicht kann ich raufklettern. Dann tu das. Falls es dir gelingt. Mit diesen ganzen Pistakos. Mal hier unten geht's halt lang, oder? Ah ne, da kommt wahrscheinlich einer von den Viechern rausgekrochen auch noch. Der Vorteil ist natürlich, hier ist nicht so dunkel. Ne? Das hat jetzt nicht viel gebracht. Kann das sein? Ach doch, hier. Wasser ist gestiegen. Alles klar. Kann ich das vielleicht verbrennen? Nö, sieht bloß hübsch aus. Dann stellen wir mal einen Feuerpfeil her. Normale Pfeile. Wir haben ja mehr als genug Material dafür. Gut, ich hoffe, wir haben die Pistole ausgewählt. Ja. Jetzt haben wir es ausgewählt. So, gehen wir nochmal auf Tauchstation. Hier wird es doch wahrscheinlich noch was geben. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt wieder hoch. So. And now? Now ist nichts. Alles klar. Schwimmen wir einfach mal eine Runde rum. Ich glaube, wir hätten das Ding gar nicht aktivieren brauchen. Ich hier vielleicht? Nee, da kann ich auch nicht lang. Das Einzigste, was ich machen könnte, ist mich hier unten ein bisschen umschauen. Aber das sieht alles, ja, ganz normal aus. Das Ding kann ich ja... Ah, doch, das Ding kann ich bewegen. Was ist das? Ist das zum Wasser ablassen? Ja. Ah ja, aha. Ah, ich kann das auch ziehen. Oh. Treten wollte ich es jetzt noch nicht. Mensch. Hallo. Mann, die Frau hat Kraft in den Beinen, das ist ja unglaublich. So. Was ist, wenn ich jetzt das anschieße? Passiert nichts. Ich glaube, das schaffe ich nicht allein. Okay, was ist, wenn ich das mache? Es geht los. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Treten wir es mal trotzdem noch in die Richtung. So. Und dann betätigen wir nochmal den Hebel. Um das Wasser freien Lauf zu lassen. Ich verstehe eh nicht, warum das Becken nicht gefüllt wird. Warum? Da fließt ja die ganze Zeit Wasser runter. Aber jetzt wird es halt erst richtig gefüllt. Ah ja. Ja, der Weg ist frei. Ah, wunderbar. Dann tauchen wir mal ab. Das braucht man nicht. Glaube ich zumindest nicht. Hier holen wir mal kurz Luft.
Und machen weiter. Naja, jetzt müssen wir uns hier wahrscheinlich, ja, erstmal den Weg frei räumen. Ab durch da, Lava. Bist schlank genug. So, haben wir hier unten noch irgendwo was? Da haben wir noch Gold. Stimmt, da ist ja auch schon vorher gekennzeichnet, was es ist. Nicht erst nach dem Abbau. So. Ja. Ich muss das Tor öffnen. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, wo ist es denn? Mal auf hier. Zackig. Komm schon. Ach, na, geh doch. Du musst aufpassen, nicht, wenn du da mal mitgesungen wirst, da hast du dann, denke ich, auch ein ordentliches Problem. So. Alles klar, geht gut los. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße, ist gut. Ja, genau. Ripp. Da waren sie wieder, die Pistaco. So, und wie läuft das jetzt? Muss ich das Floß hier rüberschieben? Was anderes würde mir auch gerade gar nicht einfallen. Ah, stimmt, ich kann ja auch noch looten. Voll vergessen. War hier jetzt noch einer? Ich glaube, hier habe ich keinen getötet. Drüben war das alles. So. Ist die Frage, ob es überhaupt hier durchpassen könnte. Oh ja, gerade so vielleicht. Gut. Dann muss ich dazu in die Richtung, dann schieben wir es mal darüber. Dürfte theoretisch reichen. Gut. Gut, gut. Gut, gut. So, tun wir dich mal looten hier. Schade ist natürlich, dass man hier keine Munition aus den Gegnern kriegt. Ich weiß nicht, ob es dafür jetzt auch ein Talent gibt. Aber ich nehme es mal. So, Wasser füllt sich. Ja. Dann Abflug. Und abwärts. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich glaube, hätte ich es nicht in die Richtung geschubst, dann wäre das wahrscheinlich wieder ein Hin und Her gewesen. Oh, ja, Mamuni. Let's do this. Abflug. Kommt der nächste. Oha. Headshot. Alles Headshot. So, heilen wir uns mal kurz. Wie? Geht nicht. Achso, ich bin voll. Alles klar. Bei so vielen, dann bräuchtest du natürlich die... Au, ah. Holy ho, 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 ho. Mann, Mann, Mann. So. Das war natürlich suboptimal, dass ich gerade nachladen musste und so extrem viel
Schon Kassi. Hä, hier waren noch zwei. Hier ist einer. Wo ist der andere? Ist der andere etwa runtergeplumpst? Hm, gut möglich. Okay. Was wäre denn... Ich muss den Wasserstand anheben. Ah ja, okay. Erstmal drüben die Pilze einsammeln, auch wenn wir voll sind. Hm. Dann tun wir das looten. Ich krieg ziemlich wenig Schrott raus. Ah, ich glaube, es gab... Stimmt, es gab, glaube ich, für Schrott ein Talent. Ah, das ärgert mich ja gerade natürlich, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das kann ich nicht mehr benutzen. Richtig. Aber der Wasserstand hebt sich. Ja. Ist das das normal, dass das Wasser... Ich tue einfach mal hier mitschwimmen. Ah. Lever, schneller. Hey, das ist sogar richtig. Mann, bin ich gut. Ja, das war mehr als richtig. Aber ich glaube, ich sollte hier nicht hoch. Oder? Nee, ich hätte wahrscheinlich von dort da drüben hingemusst. Ah, das ist natürlich gerade doof. Komm mal her. Komm mal her. So. Ich hätte nämlich hier nicht hochgemusst, ne? Oh. Ach, gerade so. So, dann muss ich doch theoretisch hier... Ja, hier hoch. Ja, ist auch gekennzeichnet, ne? Ich sehe das manchmal gerade gar nicht. War jetzt eher wieder mehr Zufall als alles andere. So, hier hoch. Und nun kann ich hier einfach rüber, oder was? Das waren aber ganz schön... Aber wenig Pistakus, muss ich sagen. Ich habe was gesehen. Mal gucken, ob sich das so lohnt, wie ich mir das denke. Nee, natürlich nicht. Wie mache ich denn das? Das hängt ja da oben dran. Ich muss es theoretisch runterziehen. So ein ganz dummes Gefühl, dass das nichts wird, was ich hier gleich vorhab. Aber wir werden sehen. So, machen wir es nochmal. Zack. Ich wollte gerade sagen, wann ziehst du mich? Mal schauen, ob das was wird. So. Es geht weiter. Hört das nie auf? Ah, fuck. Au. Die haben mich verletzt. Tat das weh.
Ist da oben noch einer? Tatsächlich, da ist noch einer. Weg mit dir. So. Ja, hat jetzt leider nicht so geklappt. Auf den ersten Hieb. Muss ich das nochmal machen? Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das hier jetzt mit Zeit ist. Weil das ist dann doch ganz schön knapp berechnet. Aber wir können es nur versuchen. Ich tue jetzt erstmal gucken, was passiert, wenn ich das so mache. Das oben. Jetzt sollte ich höher hinaufkommen. Es bleibt oben. Nochmal ein Stück zu mir ziehen, dass ich da auch rechtzeitig hochkomme. Das bleibt echt oben, dass das Seil nicht reißt. Krass. Ah, jetzt bleibt's. Alles klar. Okay, okay. Ich hab's. Alles klar. Ich hab's verstanden. Es heilt. Es hält eine Weile. Aber. Es bleibt nicht komplett. Das heißt, ich muss mich etwas beeilen. Komm, Lever, komm. Hoch. Ja. Hoch. Lauf. Hör auf, da so hässlich rumzuhängen. Und rüber. Jawohl. Ich muss mit dem Floß höher kommen. Wie mit dem Floß höher? Du bist schon ganz oben, Mensch. Hör auf. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich bin in eine Falle reingelatscht, ne? Und dass mich gerade gleich irgendwas killt. Zum Glück nicht. Gold. Und was kriegen wir denn Feines? Wir bekommen... Wie immer es war, hier bestattet zu sein, ist eine Ehre. Pranke des Jaguars. Erhöhte Chance, Feinde im Nahkampfangriff niederzuschlagen. Okay. Gibt es auch noch mal ein bisschen Gold? Wir können ja... Ich hab... ganz dummes Gefühl. Ah, da geht's raus. Alles klar. Andere Seite geht's ja nicht. Da war ja Schutt und Müll im Wehe. Gut, dann raus hier. Wusch. So, wo sind wir? Ach, wir sind beim Lagerfeuer. Oh, alles klar, läuft. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Müsste die jetzt wieder verpacken, das wäre interessant zu wissen, aber es sieht ganz danach aus. Alles klar. Gut. Ja, jetzt muss ich bloß gucken, wie komme ich hier wieder raus. Boah, da drüben liegt auch noch irgendwas rum. Hier kann ich nirgendwo ran. Ich denke mal, hier geht's noch um, ne? Ja. Ach, das war Holz, was ich gesehen habe. Unmöglich. Ich habe gedacht, das ich war kann nicht mehr tragen. Wieder irgendeine Inschrift oder dergleichen. Nö, dann nicht. Teilweise Leversprünge verstehe ich nicht. Die schwebt richtig durch die Luft an manchen Stellen und dann so, ja, wie so ein nasser Sack. Woanders hin? Hier runter, ne?
Hui. Sagen, wo geht's denn hier durch? Da waren ja noch wieder irgendwelche Spalten gewesen. Komm, da war Luft. Sehr schön. Und weiter geht's. Raus hier, raus aus dieser verfluchten Höhle. Mich würde mal interessieren, die Gräber, die man dazu kaufen kann. Da auch wieder diese Pishtakos dabei sind. Ah, shit, ich glaube, ich habe mich übernommen. Ich hätte hier vielleicht... Nee, doch nicht. Alles gut. War der Meinung, ich hätte nochmal Luft holen müssen. Aber nein. Gut, wir sind damit hier jetzt aus dem Herausforderungsgrab rausgekommen. Und dann würde ich sagen, wir hören an dieser Stelle jetzt wieder auf. Neben Norato, die schon mal vorläuft. Ja, und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal zu Shadow of the Tomb Raider wieder. Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut da rein. Hässliche Spinne. So, ciao.